Welcome to Free Play. Free Play lets you act, but Free Play doesn't let you speak. Free Play is a non-human entity. Free Play doesn't know conventions, doesn't know polarization. Free Play is just there, in our minds, in our bodies. We all play Free Play. Sometimes we know. Most of the times we don't know. We just play. Let's play free together. Liebgewonnenen Dingen Abschied nehmen. Unser Motto gilt: öfter mal etwas Neues. Unsere drei Schiedsrichter sind Ihnen ja vertraut. Sie urteilen mit Wohlwollen über unsere Kandidaten. Da sind Brigitte Xander, Medi Riehl und Christian Neureuther. Kommen Sie bitte. Kommen wir zur ersten Frage. Seinem Gegenüber anzusehen, als Mitbürger, Zeuge oder Vertragspartner sein Gesicht zeigen, Gemütszustände wie Freude, Sorgen und Trauer erkennbar zu lassen, gehört in unserer Gesellschaft zum zivilisierten Umgang miteinander. Is it possible to communicate successfully without eye contact? Is it possible to communicate successfully without eye contact? Hello? Hello, I'm your phone and I'm ringing. What would you like for me to do? Hello? Hello, I'm your phone and I'm ringing. What would you like for me to do? Hello? Hello, I'm your phone and I'm ringing. What would you like for me to do? Hello? 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 Ist es ein wesentliches Kennzeichen von Zivilisation, sein Gesicht zu zeigen? Ich bin unzivilisiert. What? Ich bin unzivilisiert. What? Hör doch zu. Unzensiert, what? Unrasiert. No, no. Unzivilisiert, sind zivilisiert. Das war... I have an idea. This is an absolutely logical conclusion. Should we forbid to wear mirroring sunglasses? Wollen wir sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist ein Märchen. Hier ist ein Märchen. Und man muss sein Märchen. Und man muss. Sehr gut. Weiter so.
Ist ein Vollverschleierungsverbot Ausdruck eines Gesellschaftsbilds oppressiver Transparenz? What? Ist ein Vollverschleierungsverbot Ausdruck eines Gesellschaftsbilds oppressiver Transparenz? Weiter so. Nein, da bin ich ganz aus der Übung. Das machen die, das Schwindeln machen andere besser. Ja, dann, Weiter so. Hello? Weiter so. Hello? Sehr gut. Nächste Frage. Wie viele Frauen in Deutschland tragen eine Burka? Das waren nur 6, habt ihr das gefunden? Das waren 6, ja. Hat das gefunden? 7 war es. Ich mich verzählt. Gut, also 7 waren es. 1, 2, 3, 4, das sind schon 8. 1, 2, 3, 4, dreht sich auch. Sie sehen, Hänsel und Gretel, das sind 12. Dann haben wir hier wieder 4, 18, das ist eine schöne 16, Leistung. Und hier 18 haben wir mal 91. 1638. Hat das gefunden? 7, 7 war es. Ich mich verzählt. Gut, also das waren nur 6, habt ihr das gefunden? Ja. Ich hatte das gefunden. 7. Und wie lange wurde im Deutschen Bundestag über ein Burka-Verbot diskutiert? Bitte wechseln Sie vor Beantwortung dieser Frage die Perspektive. Wie lange wurde im Deutschen Bundestag über ein Burka-Verbot diskutiert? 20 Sekunden sind erst vorbei. 8 haben wir auf dieser Seite und hier haben wir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 15, 16, 18, 17 mal 100. 1800, wir gratulieren. Das war... Produziert Kulturdifferenzen? Culture? Does it mean differences? Hä? Was denn nun? Bitte wiederholen. Please hold the line. The person you're calling is not available. Please hold the line. The person you're calling is not available. Sehr gut. Weiter so. Nächste Frage. Wem zeigst du dein wahres Gesicht?
Sehr gut. Weiter so. Nächste Frage. Hast du Angst vor deinem Mann oder vor der Hölle? Ich bin früher von Hamburg bis München geradelt. Und diesmal wollte ich mal sehen, wie es mit der Intercity geht. Ja. Und das ging aber schneller wie mit dem Radeln. Sehr gut. Nächste Frage. Sind Minirock und High Heels ein Ausdruck persönlicher Freiheit? What? Ja oder nein? Feel free to decide. Wie frei bist du wirklich? Ja oder nein? Feel free to decide. Ja oder nein? Wie frei bist du wirklich? Feel free to decide. Ja oder nein? Unzensiert? Das war... Nächste Frage. Führt ein Burka-Verbot zur Emanzipation der betroffenen Frauen? Bitte wechseln Sie vor Beantwortung dieser Frage die Perspektive. Wie frei bist du? Free play is just there. In our minds. In our bodies. Every dignity is inviolable. We all play free play. Sometimes we know. Most of the times we don't know. We just play. Let's play free together.